Moin Leute und hallo und herzlich willkommen zurück zu Unfuck Simulator 2 Multiplayer mit da oben, ihr seht jetzt den Ole, Ayas Küstenclan. Ali, hallo auch zu mir nach einer langen großen Pause. Ne, will ich jetzt gerade wieder anfangen aufzunehmen. Prüfungen sind leider noch nicht vorbei, also kann immer noch so kleine Unterbrechungen kommen, aber wird schon. Ja, wir starten hier in Mannheim und fahren nach Straßburg in Frankreich. Ja. Ja, und ihr seht, ich habe meine LKW-Marke gewechselt. Und der Ole natürlich nicht. Verräter. Warum, ich war vorher MAN. Ja, oh, ich hole aber weit aus. Ja, aufgefahren? Nö. Okay, weil du nämlich ganz schön nah bei mir hinten dran bist. Ah, da ist noch Platz. Bitte. Du weißt, der 15 Minuten Pass immer. Jo. Und davon 9 Stück. Ich hoffe, du hast den Timer. Ja. Und ich entschuldige mich auch an meinen Zuschauern, dass lange Zeit nichts kam. Ich bin aktuell ein bisschen im DRK, Schulstress, wie man es nennen will. Und dann war auch eine lange Zeit Krankheitspause. Aber jetzt hoffe ich, geht's mir rund. Geh aus. Ah, was mache ich hier? Keine Ahnung. Ah! Let's fail! Okay, nice. Alles gut. Warum hast du mich jetzt gerannt? Ah, jetzt habe ich einen Lag. Wo hänge ich fest? Ja, danke. Ja, der Server scheint sich aufgehängt zu haben. Oder mein PC hat sie aufgehangen. Weiß ich nicht, ich hänge auf jeden Fall fest. Boah, ich fahre jetzt... Habe ich jetzt so viel... Kannst du mich nochmal ran? PS-Einbrüche. Ole? Ja? Ramm mich nochmal, ich hänge hier fest. Ich will schon bei mir da... Ja, muss ich doch zu sein, ich fick dich. Uiuiui. Ach, guter Einsatz zum Let's Play. Ja. Aber das gehört dazu. So kann ich wenigstens nochmal rappen. Uiuiui. Was heißt hier? Uiuiui. Ja, liebe Zuschauer, ich weiß jetzt nicht, woran diese FPS-Einbrüche liegen. Wir sind in der Stadt. Hat er mich jetzt hier... Der hat doch nicht. Gut, der hat mich. Oder du weißt auch, wir sind in der Stadt. Und da leckt es immer. Nicht so wie bei mir eben. Hattest du komplettes Standbild? Also ich hatte kurz komplettes Standbild, ja, und... Für wie lange? So ein paar Sekunden? Keine Ahnung, wie lange. Also etwas längeres Standbild, so? Ja, also okay, kein normales. Das kommt vom Server, weil die irgendwie, rumlegen aktuell. Falls da jetzt eine rote Ampel war, ich habe sie nicht gesehen, sorry. Muss ja auch zu Euro Goodies? Weiß ich nicht, ich bin gerade mal von der Werkstatt weg. Ich glaube, ich bin die Einzige. Das musst du da wahrscheinlich hin. Oh, da hinten ist noch eine Frau. Ne, er muss hier nicht hin. Kannst mal hinterher kommen. Ah, jetzt regenerieren sich die ganzen FPS hier wieder. Transinet habe ich. Hm. Ich glaube, ich habe gerade eine rote Ampel überfahren. Du, ich habe schon zwei überfahren. Oder mehrere und ich habe keine Strafe gekriegt. Oh, schon wieder Standbild. Hm, komisch, ich habe nichts. Ich hatte das bis eben auch nicht. An mir fährst du aber. Ja, jetzt fahre ich wieder, ja. An mir fährst du schon die ganze Zeit. Ja, eben hatte ich Standbild. Keine Ahnung, wo dran es liegt. Hoffentlich wird es auf der Autobahn nicht so sein. Das war das Signal zum Losfahren.
glaube, ab der Autobahn fährst du mal wieder vor, bevor ich wieder mit meinen Lecks komme. Mit meinem berühmten Lecks. Jo, da hat der erste Leck. Ja, bei mir aber hier auch. So, goodbye Mannheim. Oder müssen wir da an die Straße fahren, weißt du das? Keine Ahnung. Du hast die Strecke ausgesucht, nee. Glaub, du hast einen Abstand zu mir, oder? Bisschen. Vielleicht auch gut so. Egal. Mit wie viel FPS nimmst du hier gerade auf? 11. Mehr schafft mein PC einfach nicht. Na gut, bin ich nicht der Einzige. Wenig. Ich habe einen FPS mehr. Ja. Bei mir schwankt da was zwischen 10 und 11. 13. Keine Ahnung, wo dran das liegt. Ich gehe mal von den Servern aus. Da die ja ständig gepatcht haben. Huch. Was lernt man in der Fahrschule? Keine Kurven schneiden. Ich schneide ein bisschen mit meinem Hänger. Wir haben ja auch ganz komische Grafik gerade, wie voll verschwommen alles. Bei mir auch. Aber ich hab schon auf. Vorsicht! Draufgefahren oder? Ja. Vorne, Scania. Ich hab mal mein Tempomat auf 74 gestellt, ne? Jo. Wir kommen ja sowieso nicht wirklich auf Turm, weil wir nicht auf EO2 sind. Ja, MG hatte mich nicht auf EO2 raufgelassen, er wollte nicht einloggen. Ja. Oh, gibt's da irgendwas Neues bei uns? Ich glaub nicht, ne? Also ich habe jetzt nichts, außer halt seit dem meinem letzten Video gibt es jetzt hier im Spiel Lift. Musst du tanken? Ja. Okay. Ich kann noch 1572 Kilometer fahren. Ja, ich kann noch 2000. Oh, der Chris spielt auch schon wieder. Hat er mir noch nicht angezeigt. Ja, der andere Chris, noch von Bernd. Pass auf, ich krieg gerade Lags. Ja, ich auch. Ja, und da sind wir schon in Frankreich. Ist ja eine kurze Tour. Vorsicht, Lenke! Und der hat ein bisschen zu viel Gas drauf. Und der hat geleckt. Bei mir war er relativ... Ich hab die Hand er hat aber immerhin sorry geschrieben. Ja, mach dich. Ich kam ja noch runter. Nein. Ah, einigermaßen richtig geschrieben. Mach Neux. Ja, das O sollte ich nicht da sein, aber ich wollte halt schnell schreiben. Scheiße, der kann ja kein Deutsch. Egal. Jetzt nur Problem. Ein P. Ja, egal. Abby, what the fuck? Abby, ich bin alles im Weg. Marcel? Anwesend? Marcel mag das Grün. Nein. Ich fange nicht so an wie letzte Folge. Oder so wie den einen Nachmittag, wo ich mit Christian gefahren bin und mit 130 gegen Baum gefahren bin. Ja, schön. Also nicht mit Cap, sondern mit den anderen Christian. Der aus Uelzen kommt. Nochmal LKW, Scania. Egal, ich war. Volvo. Noch einer.
Wow, alle drei haben gehupt. Willst du mir das glauben? Wir haben noch nicht mal eine Folge vor und sind schon fast da. Bist du da hinten am Hupen? Nö. Okay, das hört sich gerade so an, aber keine Ahnung. Ja, jetzt hast du gehupt, okay. Da musst du, glaube ich, alle die Motorbremse nehmen. Nö, warum? Das hat sich eben nicht so angehört. Aber du hast deine drin, oder? Nö. Ich habe zwar Motorbremse, aber ich... Das hört sich so an. Nö, bei mir ist alles gut. Läuft nicht flüssig. Das ist ein Scania, das ist ein V8. Nee, V12, keine Ahnung. Hast du endlich Liftachse? Mm-mm. Brauche ich nicht. Mach mal meine runter. Na, das höre ich sogar. Cool. Oh, ich endlich gelenkt. Boah, die Ampelzeiten haben sie auch beschissen gelichtet. Ist er bei dir auch grün geworden? Ja. Yep. Okay, die werden auf einen Schlag grün. Ja, das haben sie nicht mal gepatcht, dass das synchron ist. Ups. Du hast aber recht, der Motor klingt nicht ganz okay. Nee, nee, nee. Komisch. Hast du eine vor die Schnauze bekommen? Kann sein. Oder vielleicht irgendwie, dass der Poller mich irgendwo unterklemmt oder so, ich weiß das nicht. Ich habe nicht einen Seitenpoller mitgenommen. Der klebt jetzt an deiner Motorhaube. Ja, unter dem LKW. Warum nimmst du den Pannstreifen mit? Nehm ich doch gar nicht. Du fährst bei mir auf dem Pannstreifen. Ja, ich fahr extra mal ein bisschen weiter rechts. Ich bin's irgendwie so gewohnt, weil wir die letzte Zeit immer auf EU2 gespielt haben. Was ist daran der Unterschied? Da wurden wir überholt. Ich weiß eigentlich nicht, was Cap hat. Scania kippt doch nicht so schnell um. Du hast die Unterhaltung mitbekommen? Ja, ich habe mitgekriegt, dass die öfters umgekippt sind in Scania. Das Problem habe ich ja. Nämlich gerade nicht. Ich fahre nämlich auch ja, den gleichen. Ja, ich bin auf dem EU2 Server mit 180 um eine Haarnadelkurve. Mhm. Ich bin stehen geblieben, aber der Rest ist umgekippt. What the fuck, okay. Kann sein, weil ich vielleicht ein paar schwerere Sachen aufgebaut habe oder so, keine Ahnung. Wir hatten alle die gleichen Ladung. Ne, das meine ich ja nicht. Ich hatte andere Aufbauteile, wegen... Vielleicht ist mein LKW schwerer. Also meine Zugmaschine. Ich glaube, die machen kaum Unterschied. Keine Ahnung. So, wir sind da. Kurzer Zwischenstopp bei der Dingens, Garage. Wo können wir uns treffen? Na, ich kaufe mit dir aber jetzt direkt. Ich hab die schon. Na, ich nicht.
und ich wurde vor kurzem in den Kommentaren gefragt, wo ich das ganze Geld her habe. Cheat Engine. Ja, ich bin jetzt mal ehrlich. Ja, ich habe mit Cheat Engine gemacht, aber das lässt sich hier im Multiplayer nicht vermeiden. Das weiß der Ole auch. Das lässt sich hier im Multiplayer allgemein nicht vermeiden. Also wer hier im Multiplayer spielen will und vernünftig spielt, dem rate ich lieber den Singleplayer. Weil du wirst hier gerannt, du wirst hier weggeschoben und sonst was. Du kriegst nie kaum eine Fracht heil nach Hause. Also ich habe eine heile Fracht bis jetzt, aber wie lange noch? Ja, also es ist sehr selten, dass du mal eine heile Fracht, so kurze Strecken, klar, die kriegst du locker nach Hause, aber so lange Strecken. Dinge ist krass, es gibt hier manche Noobs, die einfach nur trollen wollen und einfach mal ohne Trailer einfach nur mit Zugmaschine fahren und einfach nur rammen. Ja. Und außerdem, den Geld betrachtet, den ich habe, den könnte man sich auch spielen. Also, Leute. Oder was sagst du, 44 Millionen kann man sich doch einfach erfahren, oder? Theoretisch, ja. In das Spiel gibt es ja schon, keine Ahnung wie lange jetzt, fast über ein Jahr oder so. Oder nicht mal länger. Und ja, ich gebe aber auch zu, ich habe auch ein bisschen Geld, warum gehe ich jetzt hier eigentlich rein, ich wollte doch tanken. Achso, wir sind bei 16 Minuten, du kannst jetzt einmal cutten. Gold und Credits. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.